zweimal die Tagessuppe. Dankeschön. Ich wünsche guten Appetit, die Herrschaften. Haben wir, sonst wären wir ja nicht hier. Gut, die Suppe. Die Suppe ist gut, ist auch heiß. Heiß ist er. Sag, das ist heiß. Na, was soll es auch sonst sein? Na, kalt. Du hast du eben selber gesagt, sie ist heiß. Ich sage doch, sie ist heiß. Natürlich ist sie heiß. Suppe ist heiß. Aber nicht immer. Was soll denn das heißen? Heiße. Scheiße. Ist gut, Themenwechsel jetzt, ja? Mein Gott, wie lange wir nicht mehr essen waren. Wir essen jeden Tag. Ja, aber nicht in Restaurant. Na, das fehlt noch. Jeden Tag essen wir. 3 Euro, 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro, 20 Euro. Was willst du? Ich will, dass du die Mücke machst. Komm, los, Tisch ab, ja? Meine Güte nochmal. Jünter, ich hat mir so gefreut über eine Rose. Von halbem Jahr hast du noch gesagt, du liebst mal. Na, bloß weil ich mir vor einem halben Jahr zu so einer Bemerkung hab hinreißen lassen, muss ich jetzt eine Rose kaufen? Komm her, Junge, komm her. Gib mir eine Rose. Hier, 3 Rosen. Für 5 Euro. Aber hast du was an der Hypophyse? Da kann man eine Rose gesagt, eine. Jünter, man kauft immer 3 rote Rosen. Rote Hosen, rote Hosen. Du gehst mir auf den Zeiger mit deinem gequatschten Hosen. Ich möchte mindestens 3 rote Rosen. Ist ja gut jetzt, ja, ja. So. Hier 5 Rosen für 6 Euro. Was kostet der ganze Ramsch? Ganz? Ja. Ganz Strauß? Ja. 30 Euro für dich? Hier, nimm deine Scheine und zieh eine. So, hier hast du deine Rosen. Schön. Bitte. Die Rosenschleuder ist zufrieden, meine Frau ist zufrieden, vielleicht kann ich jetzt Oma zufrieden sein, meine Suppe löffeln. Wie ist deine Suppe? Wie soll ich denn essen mit den Rosen? So, gib die Rosen her, so, hier, bitte. So. Günther, du kannst doch nicht die schönen roten Rosen auf den Boden packen. Kellner? Kellner, haben Sie denn vielleicht mal eine Vase für die schönen roten Rosen? Selbstverständlich, einen Augenblick bitte. So viele rote Rosen. Wenn du noch immer rote Rosen sagst, mag ich der kalt, so wie die Suppe jetzt ist. Was ist da hier? Ist deine Suppe? Gnädige Frau. Dankeschön, das ist ganz nett von Ihnen. Ach, Günther, so schöne rote Rosen. Rosen sind die Sprache der Liebe. Liebe, ich höre dauernd Liebe, Liebe. Aber hast du das vor heute Abend? Ich sag dir gleich, ich hab Migräne. Jetzt los. Ja, nimm doch mal dein Glas beiseite. Ich will die Rosen auf den Tisch stellen. Guck auf, bist du noch da? Nimm mal den Eimer vom Tisch, ich kann den ja nicht mehr sehen, Mensch. Also hier. Kann man die Rosen ja nicht mehr bewundern. Ja, dafür kannst du jetzt essen, ist ja ohne Vorteil. Schönen guten Abend, darf ich mal stören? Ich hab TBC. Aber nicht beim Essen, bitte. Ich bin obdachlos, haben Sie vielleicht mal einen Euro für mich? Nee, also jetzt, ich sitze hier mit mir, also ich will jetzt nicht gestört werden, ja? Schönen Abend noch. Ja, wünsche ich Ihnen Moin auch. Günther, wie kannst du denn so herzlos sein? Was ist denn jetzt los? Kannst du die Frau nicht mal 1 Euro geben? Nicht mal 1 Euro? Ja, der wahnsinnig. Da sitzt mir im wilden Ewo oder bei der Halsarmee. Gib du ihr doch 1 Euro, du hast doch eine Geld. Junge Frau, kommen Sie doch mal hier. Kommen Sie mal hier. Günther, kannst du mal? Ich habe nur große Geld. Ja, jetzt muss ich wieder ranmachen. Mann. Du, also, manchmal. Scheiße, du hast die Kleingeld in dem Fall. Hast du mal hier eine Serviette irgendwie? Günther, du kannst doch die Frau nicht die Münzen geben, die in der Suppe gelegen haben. Wieso nicht? Ich habe neulich mal meine Joltblume verschluckt und habe sie mir später vom Zahnarzt wieder einsetzen lassen. Mann, du gib dir doch den kleinen Schein. Schein? Danke. Ich sag mal, ich denke, du wolltest barmherzig sein, ne? Du hast das gute Herz und ich die Scheine, wa? Vielleicht können wir jetzt langsam mal essen, ja? Günther! Was ist denn jetzt wieder los? Du hast doch noch die Münzen in der Suppe. Scheiße. Oh, kick weg. Ich werde wahnsinnig. Kick weg. Alles billig, sehr billig. Super günstig. Oh, guck mal, auch ist der Süße, der hüpft. Du, der hüpft. Jetzt ist doch noch der Frosch in der Suppe. Beim Kleinen jetzt. So, hier, komm hier. Nimm deinen Frosch und hüpf ab. Aber hier, ja. Was kann denn der Mann dafür?
dafür? Ich gebe hier dauernd Geld aus, aber meine Suppe ist verdreckt wie ein öffentlicher Springbrunnen. Ein Idiot, also. Jetzt kommt das Hammerhart, du. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt zieh ich die rote Karte, ja? Los, geh weiter. Beweg deine Tangolatten. Also, für heute ist Ende Banane, ist das klar? Entschuldigung, wir geben jetzt nichts mehr. Wir haben nämlich schon... Kellner, der Herr überlässt ihn uns hier. Herr Kammergerichtspräsident, wir haben im Gourmetstübchen für Sie reserviert. Wird gleich frei, wenn Sie einen Augenblick hier Platz nehmen möchten. Wie? Kammergerichtspräsident? Der ist von Gericht, wenn der uns später wiedererkennt? Ja, man weiß doch nie. Er ist doch blind wie ein Maulwurf. Gerade Blinde können doch unheimlich gut eine Stimme erkennen. Vielleicht sollten wir ihm einen Schnaps ausgeben. Schnaps, Mensch, jeder trinkt Grappa. Na, dann gib ihm doch einen doppelten Grappa aus. Keller. Haben Sie einen Grappa? Einen ausgezeichneten 40-jährigen Grappa. Gebongt. Bringen Sie den Maulwurf, der Blindschleich, oh Gott, dem Herrn mal ihren Doppelten hier auf meiner Rechnung. Dem Herrn Kammergerichtspräsidenten. Genau, sehr gern. Gut, ja. Jetzt aber... Hinter... Kick mal nach, was der kostet. Ja, Vorsichtshalber, aber man kann ja nie wissen, wa? Scheiße, ich muss die Bestellung rückgängig machen. Wir können den Grappa nicht... Wir können den Grappa nicht bezahlen, sonst müssen wir einen Kredit aufnehmen. Scheiße, zu spät, wisst ihr? Ist deine Schuld, Guamir. Kellner, jetzt sind wir pleite. Ja, die Herrschaften, Sie möchten den Hauptgang bestellen? Nee, den Abgang einleiten. Wir haben unser Armbrotgeld nämlich schon unter die Leute verteilt. Aber Sie wollten als Hauptgang doch Saftländchen auf Käsecroutons an Auberginenmus. Ja, das hat sich ja übrig. Wir nehmen jetzt zu Hause... eine Leberwurststulle. Genau, eine Leberwurststulle auf Salatblatt an Senfgürkchen.